Tja, mit Feuermagie ist es bei mir ja irgendwie nichts geworden. Was ist das da oben? Das ist ein Ork. Oh mein Gott. Ich vermute, der ist unfucking fassbar stark. Hier brauche ich auch wieder Schalassas Segen. Stammesamulett. Ist auch viel wert und viel Gold und alles. Cool. Wieder genug Gold, um mir ein paar Zauber anzueignen und ein paar Skills zu lernen. Oh Gott, wir haben die Barbarenstämme gefunden. Mal sehen, wie stark die wirklich sind. Okay, das ist machbar. Aber gute Resistenz, muss man sagen. Grundsätzlich gegen irgendwie alles, habe ich das Gefühl. What the fuck? Wie viele Abwehrversuche hat das Vieh? Okay, die nehmen guten Lichtschaden, das werden wir uns merken. Tatsächlich. Licht! Noch mehr Licht! Wann habe ich denn endlich mal den ersten von denen tot? Das kann ja nicht angehen. Schieß! Licht! Okay, es ist machbar. 33 Erfahrung spricht nicht dafür, dass die mega super duper stark sind. Kriegspanther. Die erwidern Nahkampfversuche ganz toll. Und sind jetzt allesamt vergiftet. Wie wär's damit? Wie wär's hiermit? Danach wartet noch ein Schläger auf uns. Also die komplette Bandbreite. Tinara ist bewusstlos. Nicht für lange. Die Frauen bei uns haben gelernt zu kämpfen. I kill you. 33 Erfahrung. Okay. Oh shit, da hinten ist ja noch mehr. Bringt dieses verdammte Vieh zu Fall. Gift und Galle. Ich brauche jetzt erstmal hier wieder Mana. Wie schnell das ausgeht. I kill you. Nächster Tod. Okay, der Goblin ist mit vorne. Vor dem habe ich keine Angst. Wir wissen, was er drauf hat. Nichts! Er ist wieder Wendler. Das ist jetzt mein Spitzname für den Goblin. Wendler! Hat er mich gerade angespuckt? Wie kannst du es machen? Gift und Galle.
beeindruckt mich irgendwie alles gar nicht, mein Freund. Und ich brauche wieder mal Mana. Schwierig nicht, zieht sich aber in die Länge. So würde ich diesen Kampf zusammenfassen. Yay. Gewaltiger Lebenstrank verloren, also über dem großen Lebenstrank noch. Regeneriert ab dem Verzehr 450 Lebenskraft. Das lässt erahnen, in welche Dimension wir noch kommen, was unser eigenes Leben angeht. Auf jeden Fall darüber. Natürlich tut das weh, Süße. Du sollst ja auch fühlen, dass du kämpfst. Die haben irgendwie keine gute Abwehr. Die trifft man ja fast jedes Mal, also in etwa. Fuck. Gruppe heilen. Und das war's. Krass. Was haben wir jetzt alles von dem bekommen? Gewaltiger Lebenstrank zum ersten Mal, gewaltiger Mana-Trank, heilt 250 Mana. Puh. Und einiges an Erfahrung erhalten. Was sagt denn hier unser Bestiarium dazu? Schläger mit 624 Leben, Kriegspatter mit 524, Goblin mit 525. So viel Schaden machen die gar nicht. Aber eben sehr zäh. 60 Rüstungswert, 50 Rüstungswert und der Goblin nur 5. Deswegen konnten wir auch so viel Schaden an dem machen. Das bedeutet dann wohl, dass hier oben das Gebiet der Orks ist. Dieses ganze Gebiet hier. Gut schon mal zu wissen. Wir werden hier aber nicht weitergehen. Wie ich bereits angekündigt habe, will ich erstmal zurück nach Seehafen. Auf jeden Fall irgendwo hin, wo ich meine Vorräte aufstocken kann. Und das war falsch. Wie das wieder am Ruckeln ist. Wo ich meine Vorräte aufstocken kann. Und meine Skills improven kann. Die Richtung geht's ja auch noch. Heilige Mutter, ey. Ja gut, das ist diese ganze Waldgegend jetzt hier. Oh. Das hätte ich jetzt beinahe übersehen. Immerhin 700 Gold. Gut, wenn man nochmal genauer nachguckt. Hier war diese mysteriöse Krypta, genau. Und hier wollte ich auch noch nicht hin. Ich weiß gar nicht, was da sein soll. Ach, das könnte diese Elementschmiede sein, oder? Ich meine, prinzipiell können wir ja gegen die kämpfen. This one is mine. Wenn das keine Elite-Elementare sind, die sind ja nicht so stark. Doch, ich denke, die kriegen wir ganz gut down. Ja, in Nahkampfreichweite, mein Freund. Und der erste ist down. Der haut erstmal ab. Auch nicht schlecht. Jetzt bin ich aber für den Funken. Nicht schlecht.
wie viel Schaden macht denn der Funkenflug mittlerweile? 24 bis 49. Ich habe das Gefühl, das ist viel mehr. Ist gut mit deinem Gebrabbel. Ich verstehe nicht, was du damit erreichen willst. Okay. Ich gehe davon aus, dass das tatsächlich hier vorne die Elementschmiede ist. Was soll das sonst sein? Oh oh. Wir haben Lord Kilburn gefunden. Das ist unsere Hauptquest. Wie cool. Hallo Reisende. Eurer Gewandung entnehme ich, dass ihr Schatzjäger aus den freien Städten seid. Seid ihr hier gekommen, um die Aussicht zu genießen? Auftrag die Suche nach Kilburn. At least we got paid. Ist das der Brief? Er sieht ihn sich einige Augenblicke eingehend an. Ja, ich erkenne die Handschrift. Vor langer Zeit, als ich noch ein Knappe war, habe ich kurz unter Lord Montbard gedient, einem Ritter aus dem Windhundherzogtum und einem Helden der Kriege gegen die Elfen. Ich musste für ihn einige Sendschreiben überbringen, also kann ich euch versichern, dass er der Verfasser dieser ruchlosen Zeilen ist. Montbard? Gehörte der nicht zu dieser Jagdgesellschaft? Dass sich so ein Held zu bloßem Banditentum herabgelassen hat, ist verstörend, gelinde gesagt. Montbard war übrigens Statthalter eben dieser Halbinsel, bevor man ihn während der zweiten Blutmondsfinsternis nach der Belagerung Port Myrons durch die Dämonen für tot erklärte. Es sieht so aus, als sei er tatsächlich noch sehr lebendig. Yes, mal sehen. More glory. Schnauze. Mal sehen, was uns dieser Brief sonst noch verrät. Kilburn riecht an dem Brief. Interessant, ein unverkennbarer Geruch. Feuchtigkeit, Kalkstein und Pilze? Plötzlich springt er wie ein Besessener auf und breitet eine große Karte der Halbinsel auf den Tisch aus. Die Karte ist mit Gekritzel und Pfeilen übersät. Seht her, ich habe die Angriffe der Banditen hier verzeichnet und bin zu dem Schluss gekommen, dass diese Hunde ein Versteck im Wald von Ronchal haben. Das haben wir gesehen, die haben uns mächtig zerkloppt. Aber vielleicht ist das Versteck nicht im Wald gelegen, sondern darunter. Es gibt viele Geschichten über uralte, unterirdische Tunnel in dieser Region. Ich bin sicher, dort werdet ihr Montbard finden. Finally, the raiders had a name for the mastermind behind the brigands' attack. Montbard, a former knight of the Empire, a man everyone believed dead in the wake of the second eclipse, a man now determined to set the whole peninsula on fire. Aber warum macht er das? Und er ist garantiert nicht der Anführer. Da steht noch jemand dahinter. The raiders did not wait for John Morgan's approval to go after Montbard. They knew what they had to do. They would find the fallen knight and put an end to him. Ich glaube, das wird noch schwierig. Ausbildung. Großmeister mit dem Schild, das merken wir uns. Klatsch. Herzog Oswin Einhorn. Herzog Oswin ist mein Vetter. Ich erweise ihm die Achtung, die einem Herzog gebührt, aber wir sind keine Freunde. Er hat der Inquisition von mir und meinen Fähigkeiten erzählt, was mich letzten Endes unwissentlich zum Komplizen ihrer Gräueltaten gemacht hat. Das hatte eine sehr finstere Zeit in meinem Leben zur Folge, in der ich auf der Suche nach Erlösung die Welt bereist habe. Ich fand sie schließlich, als mir Elrad erschien. Er hat mich zu einem seiner Sonnenkreuzritter gemacht und mir den Auftrag erteilt, dem Greif Herzog gegen Uriels Kabale zur Seite zu stehen, die Elrads heiligen Willen entweihte. Oswin hat mich natürlich als Lügner und Ketzer beschimpft, als ich ihm meine Geschichte erzählt habe. Elrad, hat er gesagt, spricht nicht zu fahrenden Rittern, sondern nur durch seine designierten Vermittler, Engel, Priester und natürlich Herzöge. Auftrag hat er auch noch für uns, Peninsula Incognita. Listen und Landkarten haben mich schon immer fasziniert. Ich wurde mit einer eigentümlichen Fähigkeit geboren, einem Auge für Details und einem Talent für das Sortieren, Zählen und Nummerieren von Dingen. Nach dem Krieg wurde mir die große Ehre zuteil, von ihrer Majestät Imperatorin Gwendolin zum imperialen Kartografen ernannt zu werden. Angesichts des Ärgers, der sich auf der Arguin-Halbinsel zusammenbraut, war die Imperatorin schockiert über die Entdeckung, dass es in den Bibliotheken von Falkenhorst gegenwärtig keine Karte von Kartal und seiner Umgebung gibt. Infolgedessen hat sie mich gebeten, zur Halbinsel zu reisen und neue Karten zu zeichnen. Ich habe die letzten Monate damit verbracht, die Gegend zu bereisen, mir Notizen zu machen und Skizzen anzufertigen. Und natürlich habe ich diesen Ort entdeckt, von dem ich eine perfekte Aussicht auf die ganze Region habe. Doch es gibt einige Dinge, die ich gern noch einmal überprüfen würde. Ihr seht wie erfahrene Reisende aus. Wärt ihr bereit, mir ein paar Fragen über die Halbinsel zu beantworten? Ja. Hervorragend. Ihr habt meinen tief empfundenen Dank. Lasst uns beginnen. Sorpigal an Meer liegt an der Küste einer Bucht. Wie heißt diese Bucht? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, das stimmt nicht. Ich habe auch gar nichts gesagt. Willkommen wieder, wenn ihr euch mit der Geografie der Halbinsel etwas vertrauter gemacht habt. Okay. Wow. Das muss jetzt aber echt viel Erfahrung gebracht haben. Ah, das ist miteinander verbunden. Okay. Cooles Gebiet, muss man schon sagen. Das da vorne könnte ein Minotaure sein. Naja, machen wir erstmal die Stufenaufstiege. Du brauchst ein bisschen Wahrnehmung, mein Freund. Das wird sonst nichts mehr mit dir. Du siehst ja gar nichts. Du bist blind. Wasser! Wasser! Ja. Mehr Ausdauer. Mehr Leben. Immer gut. Und Borim ist für... auch für Ausdauer. Denn beleben heißt erleben. 290. Ich kopiere alles auf Macht. 46 bis 71 Schaden. Und man muss bedenken, dass er eben keine zweihändige Waffe führt und trotzdem so viel Schaden macht. Elixier des Arkan-Widerstands. Jetzt nimmst du mal zu dir. Ja, wir haben relativ viel Erfahrung jetzt dadurch erhalten. Ich werde jetzt so schnell es geht nach Seehafen gehen und dort Gegenstände identifizieren lassen, denn... wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Reliquie in unserem Inventar haben, die momentan keine Erfahrung kriegt. Obwohl sie das eigentlich können könnte. Oh, hier war ich auch noch gar nicht. Und da vorne haben wir auch einen Obelisken. Bei dem ich nicht weiß, wie ich da rankomme. Ich höre überhaupt nichts. Ja, dann hör doch auf, mich so dumm anzulabern, Mensch. Machst hier eine Panik, schiebst hier einen Terror, das ist unglaublich. So. Das ist eigentlich ein guter Moment, um erstmal die Aufnahmesession abzubrechen und euch bis zum nächsten Mal zu vertrösten, wo wir dann eben noch ein paar Stufen aufsteigen werden, zum Beispiel Wassermagie. Jetzt können wir Experte hier im Streitkolbenkampf können wir werden, beziehungsweise Meister. Und mal sehen, was noch so anfällt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Might & Magic 10 Legacy.